Video tanzen wir mit den Federfächern. Mein Name ist Goldminka und hier auf meinem YouTube-Kanal bekommst du von mir Burlesque-Tanzvideos zum Mitmachen für mehr Sinnlichkeit und Selbstbewusstsein in deinem Alltag. Wenn dich das interessiert, dann abonniere hier gerne meinen Kanal. Und in diesem Video tanzen wir mit den Federfächern. Ich tanze dir die Kombination erst einmal vor, dann erkläre ich sie dir Schritt für Schritt und ganz am Schluss tanzen wir beide gemeinsam mit Musik. Und am besten, du speicherst dir dieses Video auch ab, damit du es immer wieder findest. Ja? Okay, dann geht es los. Okay, dann erkläre ich dir jetzt die Tanzkombination Schritt für Schritt. Als erstes hältst du deine Fächer geschlossen vor dir und wedelst so ganz sanft mit den Federn im Wind. Also fächerst dir so ganz sanft zu. Jetzt öffnest du deine Fächer in Form eines Herzens. Also wenn du mal schaust, die Fächer ergeben jetzt die Form eines Herzens. Und du wedelst dir jetzt ganz sanft weiter mit den Fächern zu. Jetzt drehst du einen Fächer über deinen Kopf. Also drehen. Präsentierst die Innenseite des Fächers. Machst das nochmal, drehen, Innenseite präsentieren, schließ deine Fächer wieder, sodass du jetzt wieder die Form eines Herzens hast. Jetzt drehst du mit dem anderen Fächer über deinen Kopf. Wenn du mit dem Fächer über deinen Kopf drehst, halte den Fächer wirklich gerade, also jetzt nicht sowas hier irgendwie so schief und dein Gesicht verdecken, sondern halte ihn wirklich gerade über deinen Kopf. Also drehen, Innenseite präsentieren, drehen und Innenseite präsentieren. Das kannst du jetzt so oft wiederholen, wie du willst. Schließe die Fächer wieder in Form eines Herzens. Für den Pfauenschwanz nimmst du jetzt den Fächer hinter deinen Rücken. Also, du öffnest jetzt die Fächer und drehst jetzt so, dass die Außenseite jetzt so einmal zum Publikum zeigt und packst deine Hände hier hinten in die Hüfte, also wirklich hier so hinten rein und halte die Fächer dabei so zusammen. Ja, also du kannst ja wirklich so diese Holzstäbchen so ein bisschen zusammenhalten. Und jetzt machst du eine schöne Bewegung, zum Beispiel die Grinds und nimmst die Fächer langsam nach oben. Du, 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 du. Tada! Und jetzt kannst du nochmal hier eine schöne Bewegung machen. Jetzt laufen wir drei Schritte nach vorne. Ganz einfach drei Schritte nach vorne. Eins, zwei, drei. Kommen wieder in einer schönen Pose an und machen nochmal eine Bewegung, zum Beispiel die Grinds. Und für die Abschlusspose nimmst du jetzt beide Fächer über deinen Kopf. Also, erster Fächer, zweiter Fächer. Genau, das ist die kleine Fächerkombination. Wir tanzen sie jetzt noch einmal mit Musik und wenn sie dir gefallen hat, dann gib mir gerne einen Daumen nach oben. Okay,